Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben mittlerweile auch 30 Grad. Bei dir ist es ein bisschen heißer wahrscheinlich, oder? Ja, bei mir hat es 36 Grad. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So eine Hitze. Hält man das überhaupt aus? Es gibt welche, die mögen das, dann gibt es andere, die mögen das zeitlich bedingt und dann gibt es welche, die mögen das überhaupt nicht. Es gibt die, die Angst haben davor. Genau, die darf es ja auch geben. Denn das ist ja die Polarität zu so denen, die keine Angst haben. Ganz genau, ja, diese, genau, sagst es, Spaltung, ja, also derer, die dann das Thema schlucken, glauben, oh ja, es ist arschheiß, anstatt arschkalt. Ich sag das mal deutsch. Ja, gerne. Für die ist es dann auch heiß, wenn es kalt ist, also das ist, ja, lassen wir das. Ja, genau. Da wären wir schon mittendrin im Verstand, im Verstehen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten des Verstandes, den der Mensch nutzen kann, sein Denken, sein Verstand. Einmal sich hineinziehen lassen, weg von sich hineinziehen lassen in die Welt der bösen Vier. Und dann gibt es die andere, die, was leider auch die Schedien geschafft haben, den Menschen sehr gut zu installieren, dass der Mensch automatisch mit seinem Verstand hineindenkt in das Böse, in die böse Vier, in die nur Vier. Und das ist ja das Ziel der Schettim, also der Wesen, die hier auf unserem Planeten spazieren gehen, aussehen wie Menschen, geboren werden wie Menschen, aufwachsen wie Menschen, leben wie Menschen, heiraten wie Menschen, Kinder kriegen wie Menschen und sterben wie Menschen, aber doch sind sie nicht im Besitz einer Seele, wo wir hier bitte von sieben Seelengewändern in Wirklichkeit reden sollten. So, und dann gibt es die andere Seite. Das mit Hineindenken in das Verborgene. Ja, also der eine oder andere wird sich fragen, warum wir jetzt in so ein Thema einsteigen. Der Hintergrund ist, dass wir uns gerade durch ein Buch durcharbeiten. Ich glaube, wir machen das fast gleichzeitig gerade. Ich kann das gerade mal kurz zeigen. Das ist das hier. Ja. Und ich würde jetzt mal von der Überschrift der, weiß, sieht man es spiegelverkehrt oder sieht man es? Also ich sehe es. Okay. Ist eine Ausgabe, die von Weinreb kommt mit mehreren Vorträgen gerade zu diesem Thema. Und dort geht es auch um die Schwelle. Wir haben vor kurzem mal über ein Thema gesprochen, wo es um die Schwelle geht, die Schwelle zwischen Diesseits und Jenseits. Und dort ist tatsächlich eine sehr, sehr eindringliche Arbeit abgeliefert worden, die das in einer Form beschreibt, die sehr vorsichtig ist. Das möchte ich mal gleich mal mit vorausgeben. Also ich bin beim Eintauchen in das Buch jetzt auch in, soll ich sagen, nochmal in ein tieferes Verständnis gekommen. Und gerade diese ersten Kapitel, die man jetzt da hat, ganz speziell mit dem Thema des Träumens sich befassen und was Traum ist und vor allem was, also die Qualität, also Qualität möchte ich gar nicht sagen, aber was ein Traum eigentlich ist, so habe ich das eigentlich noch nie betrachtet. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass man oder dass er dadurch eine Betrachtungsweise liefert, die eben auch den Wachzustand mit einbezieht. Ja, also gerade schlafen und aufstehen und das, was dann tagsüber gemacht wird, dass das im Prinzip immer miteinander verbunden ist. Und ich glaube, die meisten machen eben auch den Fehler, dass sie den Traum eben als etwas sehen, was sie so nachts dann irgendwie hatten und tagsüber dann noch drüber nachdenken. Aber ich glaube, man weiß gar nicht, warum man diese Bilder dann aus den Träumen noch bekommt. Das ist mal eine ganz, ganz wichtige Aussage, die da drin steckt. Und vor allem, dass der Gefühlszustand, den wir tagtäglich haben, resultiert aus dem, was wir nachts machen, auch wenn uns der Traum nicht bewusst ist. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Information für all diejenigen, die vielleicht nicht so richtig einordnen können, warum sie morgens mal so richtig gut drauf sind oder manchmal auch vielleicht ein bisschen ermattet sind oder irgendetwas. Dann liegt es zu sehr großer Wahrscheinlichkeit daran, was nachts geträumt worden ist. Ja, vielleicht möchtest du dazu was sagen. Was ist das, wenn ein Traum noch nachklingt? Was bedeutet das? Was ist das, wenn man sich mit diesen Bildern beschäftigt und worauf sollte man vor allem achten, ja, weil da gibt es eine Regel, die zu beachten ist. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir dann in die Fülle kommen werden. Ja, Michael, bitte vielleicht erst nochmal das nochmal bitte hineindenken, weil das jetzt wirklich ein Mitnehmen ist. Als ich im Jahr 2001 ist das erste Mal
glaube, seit 2000 gibt es das Buch, ungefähr 2001 das erste Mal durchgearbeitet habe, war bei mir auch noch die Zeit, wo mein Verstand immer im Rationalen gesucht hat, im Logischen gesucht hat, im Wissenschaftlichen gesucht hat, im äußeren Verstehen gesucht hat. Und wir sind bitte so konditioniert worden in meinen Impulsen, die ich schreibe. Jeden Tag mache ich immer wieder auch Hinweise und sage, bitte jetzt nicht mit dem bekannten Verstand hinein, sondern mal erstes Hineindenken, hineinfühlen in diese verborgene Welt, in die Welt der Symbolik. Und dazu gehört dann bitte auch als große Überschrift heute wieder mal 1-4-Verbindung. Weil darum geht es. Und Träume, ob jetzt Nachtsträume oder Tagträume, sind ja Tagträume, bitte meine ich jetzt auch wieder ein gefährliches Wort, weil wieder das bekannte Verstand genommen wird, dieses Fantasieren. Es gibt zwei Arten von Fantasieren. Wir fantasieren jetzt, dass wir eine neue Brille uns kaufen wollen, jeder von uns. Oder es kommt aus der anderen Welt was, möchte mit uns sprechen, nämlich die Eins möchte mit uns sprechen, unsere Seele, unser Verborgenes. Das möchte mit uns sprechen. Und dort müssen wir mit hinübergehen jetzt. Und die Frage lautet, wenn der Mensch eine Seele hat, wie kann denn die Seele mit mir kommunizieren? Die möchte ja mit mir kommunizieren. Wenn die Seele zum Gespräch bittet. So, dass er hier bitte nochmal diese 1-4 als große Überschrift bitte nehmen. Ja. Das, was beschrieben ist, zeigt ja, dass der Wachzustand oder aber auch der Schlafzustand im Prinzip etwas ist, was in einer direkten Verbindung steht. Genau. So habe ich es verstanden. Genau. In einer direkten Verbindung steht. Das heißt, das, was du tagsüber machst, entspricht meistens dem, was nachts vorausgegangen ist. Also das heißt, wenn du aufwachst und du erinnerst dich nicht an einen Traum, dann ist eigentlich alles gut. Ja, es ist dann so, dass das, was in der Nacht durch durch die Seele, durch die Energie, durch die, nennen wir es Seele, also die arbeitet nachts, wir verlassen den Körper im Prinzip, ja. Es ist auch sehr spannend, dass er den Vergleich bringt mit Schlaf und Toten, dass der Schlaf ein Sechzigstel des Todes darstellt und damit in diese Verbindung gebracht wird. Das findest du übrigens auch in der griechischen Mythologie. Ja, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Todes, genau. Und dass das eigentlich ein Zustand ist, in dem im Prinzip so diese Einleitung drinne ist, ja, also dass man so eine Art Verbindung hat in Form eines Zustands, der so ganz leicht angedeutet wird. Ja, das kann man, glaube ich, mit Schlaf bezeichnen. Und allein das ist schon für mich schon ein Hinweis darauf, dass alles, was kommt in irgendeiner Form, Tod, was auch immer, nichts ist, wofür man sich fürchten muss. Also das ist nichts, wovor man eine Angst haben muss. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, weil ich denke, dass der Zustand, den man nachts hat, eben verantwortlich ist dafür, was aus dem darauffolgenden Tag dann wird. Er beschreibt es auch sehr, sehr treffend, indem er sagt, die Gedanken, die du hast, die werden dir ja gegeben, die kommen ja irgendwo her. Genau. Genau. Und der Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie dann sagen, ja, ich bin derjenige, der das denkt, ja, und das in dieses Diesseits ziehen und sagen, daraus gestalte ich, resultiert diese ganze Welt. Aber nein, es ist genau das, was durch die Seele ein Stück weit einen Ausdruck findet im Wirken, im Handeln. Aber wenn du glaubst, dass du das bist, der das in irgendeiner Form macht, dann hast du schon den ersten Fehler oder bist du, glaube ich, schon in der ersten Erstmal nochmal Abtrennung des Themas. das Wort. Hier ist nur die Ausführung. Geschehen ist es woanders. Nochmal zurück, bitte, dass wir nochmal das Wort Schlafen nehmen und Träumen nehmen. Wenn man wieder den bekannten Verstand nimmt, dann wird er sagen, ja, ich gehe in mein Bett, dann schlafe ich. Manche schlafen schneller ein, weniger schnell, manche brauchen Schlafmittel. Auf jeden Fall, irgendwie schaffen sie es dann doch. Und dann gibt es ja
Erstes Weltbild, rational bestimmte Organe, die nachts arbeiten und dann vielleicht, wenn die erkrankt sind, diese Organe, dann der zwischen 1 Uhr und 3 Uhr wach ist. Ich denke gerade an die Leber und solche Dinge. Wenn wir wieder zurückgehen und sagen, es gibt einen Schlaf vor der Schwelle, den brauchen wir jetzt wieder. Ja. Das heißt, wenn wir einschlafen, dann sind wir noch auf unserer Seite sozusagen. Und unsere Seite, dort finden wir jetzt, wie so schön heißt, die Dämonen und die Geisterwesen. Und die, gefährliches Wort jetzt, beschützen die andere Seite. Oder anders formuliert, die möchten nicht, dass wir auf die andere Seite gehen. Und wer sein Leben hier in der bösen Vier verbringt, mit den Team verbringt, ist analog gesehen, dass natürlich die Dämonen und die Geisterwesen den sehr gut abhalten können von dem, dass er nicht über die Schwelle kommt. Du findest das in den Ausdrücken des Größer, Weiter, Schneller, ja, also eine Art vorgegebene Entwicklung, die diese Welt da draußen hat. Genau. Das kannst du mit dem technischen Fortschritt beschreiben, das kannst du mit dem Kapitalismus beschreiben, dem Entwickeln neuer Märkte und, dass man ständig in irgendeiner Form schauen muss, dass hier irgendetwas sich entwickelt. Ja? Und es gibt eigentlich schon eine Entwicklung, nur die wahre Entwicklung ist immer bezogen auf dich selbst. Das heißt, du entwickelst dich ja auch von der Zygote ab bis zum fertigen Menschen. Auch das ist eine Entwicklung. Nur geht die nicht in dieses Größer, Höher, Weiter und Schneller hinein, sondern sie geht einfach in eine Art Vorbestimmung, in der das ausgeführt wird, was dir gegeben ist. In der Form. Ja, genau. Ja, gibt es dieses Besser, ja. Schlechter und sonst was nicht. Und das ist das, was Böse 4 letztendlich ja auch darstellt. Genau. Haben wir ja auch schon durchgearbeitet. Götzendienst, Unzucht, Blutvergießen. Ja. Das ist damit gemeint. Und wenn ein Mensch sich nur aufhält in der bösen Vier, dann symbolisch gesehen werden auch die Geisterwesen informiert, den kriege ich schnell auf meine Seite und dann kommt er nicht weiter. Richtig. Bitte analog finden wir das im Augenblick des Todes übrigens. Gell? Wer sein Leben in der bösen Vier verbracht hat, der wird automatisch in die Hölle gehen, von diesen Wesen abgeholt und mitgenommen. Nur mal, dass wir hier, deswegen der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Ja, wenn wir das nochmal reindenken. So, und dann, und dort vor der Schwelle wird auch wirres Zeug geträumt. So, wie es halt in der Schittimwelt zugeht, wirres Zeug. Ja, also alles, was mit Erlebnisgeschehen, Zeitgeschehen zu tun hat, so kann man das, glaube ich, ein Stück weit eingrenzen. All das, was dazu da ist, dich irgendwie in ein Diesseits zu binden. Wenn ein Traum nachklingt, also wenn dir am Morgen bewusst ist, dass du einen Traum hattest und du siehst die Bilder noch, dann besteht offensichtlich, und das ist das, was aus dem Buch hervorgeht, auch ein Bedarf, das zu, und jetzt kommt das schöne Wort, das zu erlösen, was da nicht aufgearbeitet wurde. Das ist der Sinn dessen, dass du einen Traum hast, der nachklingt. Ja, so, und jetzt haben wir die Situation, dass wir mal über die Schwelle kommen im Traum, ja, kommen können. Und jetzt gibt es dort ein Symbol, jetzt müssen wir wieder unser bekanntes Denken verlassen. Bitte auch Freudsche Traumdeutung verlassen, weil die auch Jungs. Böse 4 ist. Und mit hinübergehen und fragen, was ist denn die Symbolik hinter der Schwelle, die Traumdeutung? Welche Sprache sprechen die dort? Ja. Mit welchen Symbolen arbeiten sie? Mit welchen Zeichen arbeiten sie? Und das ist ja dann diese andere Traumdeutung. Genau. Magst du mal so ein, zwei Symbole beschreiben? Ja, so wieder, wir orientieren uns bitte wieder an die 1-4-Verbindung. Wenn jemand von einem Haus träumt. Haus ist ja unser Zuhause. Und die Frage ist, jetzt bitte wieder mit hinübergehen ins Verborgene. Ein Haus ist unser Zuhause, ist unsere Eins. Das ist unser Zuhause. Und wenn jemand vom Haus träumt, dann ist die Frage, ist das Haus aufgeräumt? Ist es sauber? Muss es gepflegt werden? Muss es beschützt werden?
weil die Eins ist unser Allerheiligste. Das sind die 1-4-Verbindung. So, und jetzt möchte uns der Traum mitteilen, kümmere dich, putze deine 1-4-Verbindung, pflege, staubsauge deine 1-4-Verbindung und. Das wäre zum Beispiel, oder wenn man Garten. Wenn jetzt der Traum nachklingt zum Beispiel und du hast solche Bilder, ja, dann ist das Zeichen, was du bekommst, genau. Genau. Oder? Oder nehmen wir Garten, weil der im Haus ja ein Garten ist. Denk hier, jetzt müssen wir wieder das Bekannte verlassen. Natürlich muss es eingekleidet werden in unsere Bilderwelten, die wir haben. Ja. Aber jetzt ist nicht der Garten da, dass er jetzt, wie wir ihn in direkter Art und Weise kennen. Auf der anderen Seite gilt es ja, diese Symbolik herauszulösen. Und da haben wir den Garten in Eden. Und das ist die 1-4-Verbindung. Das ist wieder das Allerheiligste. Und jetzt können wir wieder sagen, muss der Garten gepflegt werden? Muss er beschützt werden? Was ist in dem Garten gerade los? Kommen Fremde rein? Und so gilt es dann, diese Bilder herauszulösen und natürlich im täglichen Leben zu übertragen. Vielleicht hier nochmal ein Bild. Wie möchte denn oder wie kann denn die Seele mit uns kommunizieren? Fragezeichen. Das ist ja das große Fragezeichen. Wie kann die mit uns sprechen? Wie kann die sich ausdrücken? Wie kann sie uns Mitteilung geben? Und da heißt es, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal über Träume und über Krankheiten. Das sind die beiden Möglichkeiten, wo die Seele mit uns kommunizieren kann. Träume können wir sagen im Sinne von Freiwilligkeit und Krankheiten dann natürlich schon im Sinne von Handlungsbedarf. Ja, da steckt dann schon was dahinter. Ja. Und wenn wir es vereinfacht formulieren, das sind unsere Zufälle, unsere Einfälle. Das ist diese Ebene, wo gemeint ist. Jetzt kann ich mich wieder hinstellen und sagen, war Zufall, dass ich dich jetzt getroffen habe da außen. Das meine ich hier nicht. Ich meine hier den Zufall, dass es zufallen kann und dass die Seele mit mir kommunizieren kann. Diese Brücke oder dieser Weg kann auch wieder zu sein. Nämlich, wenn der Mensch in der bösen 4 lebt, in der bösen 4 arbeitet, denkt, lebt, handelt. Dann ist diese Brücke wieder zu. Das ist das, was er auch beschreibt, wo er sagt, dass man sich dann abkehrt davon und sich nur um das kümmert, was irgendwie im Außen los ist und auch den Tagtraum dann keine Beachtung schenkt. Ja? Also wenn man so konditioniert ist, dass der Verstand sich nur über dieses oder die Ratio oder die Logik sich über etwas hinwegsetzt, ja? In der eine klare Bildersprache eigentlich schon gesendet wird, in der das Bedürfnis der Seele ein Stück weit kommuniziert wird. Es ist vollkommen richtig, wie du sagst. Welche Möglichkeiten hätte man zur Kommunikation? Das Einzige ist tatsächlich über die Symbolik in Form von Bildern, die so konstruiert sind, dass du sie annehmen kannst. Ja? Und eben, dass der Nachklang, den man hat, wenn der Traum einem bewusst ist am Morgen, ja, und der noch kommt, ja, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass in bestimmten Bereichen etwas aufgearbeitet und erlöst werden muss. Ja, bitte erlöst, ohne dass wir jetzt wieder zurückgehen. Da war früher was Böses, dass wir hier in dem Tun- und Sonst-Bereich bleiben. Ja. Es ist einfach so. Es ist ein Hinweis, nicht wieder jetzt mit dem Verstand rein, mit dem bekannten Verstand sein und sagen, habe ich wieder was blöd gemacht, was doof gemacht, was wieder nicht in Ordnung war, sondern es geht um Erlösung. Und das heißt Lösung. Ja. Die Lösung von der 0-4 hin zur 1-4-Verbindung. Ja. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir auch gerade aktuell tatsächlich erleben dürfen. Also ich verfolge ja jetzt auch über verschiedene Bereiche den einen oder anderen und gucke mir auch mal an, was so rauskommt. Ich habe gerade gestern was vom digitalen Chronisten geteilt, als der Kanzler da oben steht und sagt, dass die Friedenstraube auf der Flagge haben, gefallene Engel sind. Also da muss man sich schon fragen, was wird kommuniziert und wie wird kommuniziert und auf welchen Ebenen wird angesprochen. Also für mich ist ganz klar, allein die Tatsache, dass so etwas rauskommuniziert wird, bezeichnet für mich schon ganz klar, welche Energie da am Wirken ist. Ja? Also guck nicht in die Liebe, guck nicht in das, guck nicht in den Ausgleich rein, sondern selbst das wird jetzt noch verteufelt. Also man sieht schon ganz klar, wo höher, weiter, besser, schneller, also das Übertreibungsprinzip, ja,
steckt auch drin, übertreiben, ja, austreiben, übertreiben, ja, das Übertreiben. Steckt auch der Trieb drin. Steckt auch der Trieb drin. Ja, genau. Also genau. Die Entwicklung ist in eine Vielheit hinein, wo man am Schluss dann wirklich auch sich fragen muss, was geht hier gerade ab? Ja, ja, wir haben ja mal ein Gespräch zusammen gemacht, wo es darum ging, die böse Vier kämpft gegen die böse Vier. Ja. Das machen sie gerade. Und die Liebe kann nicht kämpfen, nein, wenn die kämpft. Und das praktizieren die in Reinkultur gerade. Genau. Müssen sie das ist das, was ablesbar ist. Und genau. Es wird jede Art von Auskristallisation nehmen. Da gibt es keine Grenzen. Also man kann in jeder Form da draußen den Wahnsinn ein Gesicht geben. Anders kann man es nicht sagen. Und es ist, glaube ich, an uns, sich davon eben nicht fangen zu lassen. Genau, von das der ist, was ich nicht fangen zu lassen. Genau, und ich beobachte das auch gerade, dass ganz viele jetzt auch gerade nach der C-Zeit, ja, wo das so wunderbar aufgepoppt ist, so viel Raum frei wurde mit Gedanken, aber die meisten sind, glaube ich, schon wieder in so einer Energie drin, wo man sagt, naja, ist alles wieder so halbwegs normal und alles wieder, ja, normal ist schon der Ausdruck, ja, es geht weiter, ja, und wunderbar und man sieht ja, dass sie nicht aufhören, das ist ja das. Ja, ja. Hier haben wir auch wieder, wenn wir heute gerade mit dem Verstand arbeiten, denn ihr Verstand wurde nur angstgetrieben beeinflusst. Das war's. Ja. Die Angst ist wieder weg und jetzt sind sie wieder in ihrem alten Muster. Wer ins Verborgene hineingeht, der hat in sich etwas wohnen. Wir nennen das ja einen Priester. Das wirst du dann auch noch lesen. Habe ich schon. Levit und dann aus dem Levit, also der Levit heißt der Begleiter, einer, der uns ständig begleitet. Und im unteren Teil eines Einweihungsweges, nenne ich es mal so, ist es der Levit, der uns seit der Geburt begleitet und uns immer wieder sagt, Freundchen, möchtest nicht, Freundchen, möchtest nicht. Und dann kommen die Schedim daher und sagen, lass, der soll seinen Schmarrn lassen. Und dieser Begleiter, wenn wir dann in den Weg in den Tempel nehmen, dann wird aus dem Leviten ja ein Priester. Ein Priester stammt vom Leviten ab. Und dann ganz zum Ende in der 1-4-Verbindung, wenn die erreicht ist, im Allerheiligsten, heißt er ja auch der Hohepriester. Ja. Nochmal vielleicht ein Bild hinein zu dieser Brücke. Die nichts mit dem rationalen Denken bitte zu tun hat. Die nichts mit dem uns bekannten Denken zu tun hat. Sondern das ist das Macht's mit uns. Wo wir uns dann manchmal fragen, wie ist denn das zustande gekommen? Hier ist aber bitte auch wieder kein Messen zu Hause. Messen wird in der bösen Vier. Berechnet wird in der bösen Vier. Wann kommt es endlich, ist die böse Vier. Sondern dieses Tun umsonst, dass dieser Einfall dann auch wirklich über diese Brücke gehen kann, herunterkommen kann und mir das Ganze dann als Einfall gibt, wo es vielleicht aus dem Bekanntdenken gar nicht in diese Richtung geht, sondern ganz was anderes von mir, von oben her gesehen, als Erlösung erwartet wird, als was ich denke, dass ich jetzt Rasen mähen muss. Symbolisch gemeint wieder, gell? Rasen muss gemäht werden, der meint, der muss ihn mähen. Ja. Der mäht. Genau, der mäht den Rasen. Also bitte nochmal, dass wir hier wirklich diese beiden Seiten immer wieder beleuchten, aufbauen und transparent machen, dass es wirklich einen bekannten Verstand gibt und einen in uns verborgenen Verstand. Der Trick der Verführung, und das ist sehr spannend, ja, also Verführung, nicht führen, ja, sondern die Verführung. Das heißt, du gibst ja auch die Führung ein Stück weit ab, ja, liegt ja in dem Wort schon ein Stück weit drin. Also der Trick der Verführung besteht für mich immer darin, immer dann, wenn irgendeiner auftaucht und sagt, da geht's lang und hier haben wir und noch besser und da kannst du es noch besser machen und da und da und dort.
Ob du in die Politik guckst, in den Mainstream, in irgendwelche Nachrichtenkanäle oder, du findest immer dieses Prinzip. Und wenn du darauf achtest, dann kann dir eigentlich schon ganz großartig nichts mehr passieren. Ja, wenn du dich davon nicht fangen lässt, dann bist du eigentlich schon auf der sicheren Seite. Jetzt gibt es noch den Punkt des Zentrums. Das ist etwas, was hier auch sehr schön beschrieben ist. Wenn du dich im Zentrum siehst, dann hat genau das, ja, eben nicht den Charakter eines nach außen Gebens, du bist weiter, du bist besser, du bist sonst was, sondern wenn du im Zentrum bist, dann ist das etwas, was im Verborgenen zu sein und zu bleiben hat. Ganz einfach. Ja, vielleicht auch hier noch mal ein Bild. Dieses Verborgene hat nicht diese Gefühle, die das Bekannte, der bekannte Verstand fühlt. Das ist kein Gefühl mehr, sondern ein Zustand. Das ist ganz was anderes. Also, kann nur von mir reden. Jetzt hatte ich dazu noch einen Gedanken. Ach ja, mit dem Zentrum, jetzt habe ich es wieder. Wenn ich das Zentrum bin, muss ich das Zentrum nicht abgeben nach außen, dass das das Zentrum ist, weil da wird mein Zentrum weggenommen. Und mein Zentrum ist die 1-4-Verbindung. Ganz genau. Und da liegt eine Gefahr drin, weil es ist also echt genial. Ich bewerte das jetzt, aber es ist genial beschrieben, weil wenn du wirklich Zentrum bist, ja, und den Zustand dieses Zentrums erreicht hast und du gibst das außen preis, dann wird das wahrgenommen. Und aus dem Moment der Wahrnehmung heraus ist das schon die Angriffsfläche, dich aus dem Zentrum zu ziehen. Genau. Ja, das sind die Angriffspunkte, die dann kommen. Das heißt, für dich selbst in das Zentrum gehen und da. Das ist ausschließlich für dich gedacht. Es gibt auch einen schönen Satz da drin, wenn du über dieses Thema sprichst, dann ausschließlich zu zweit. Ja? Es geht nur über den direkten Austausch, das kann man tun, aber niemals sich vor jemandem hinstellen und sagen, ich bin hier der Erleuchtete, ich bin das, ich bin im Zentrum, ich bin in der Mitte meiner Kraft und so weiter. Also die ganzen Gurus, die du draußen hast. Ja? Unglaublich. Also es ist genau das, ja. Also von der Seite her gesehen kann man nur sagen, dass der Weg in das Zentrum erstmal ganz, ganz tief in dir drin stattzufinden hat. Du kriegst Hinweise über die Träume, wie du zum Zentrum kommst, dass was erlöst werden muss, es muss was aufgearbeitet werden. Und wenn du diesen Zustand erreichst, dann hast du den für dich zu behalten und nicht nach außen zu geben, weil genau das wird genau das sein, was dir nachher die ganze Mühe wieder kaputt macht. Wenn wir in die magische Richtung, also hermetische Tradition hineindenken, dort haben wir ja diesen Vierersatz: Wissen, wollen, wagen, schweigen. Ja, das sind die vier. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Genau, ja. Wir haben ja dann auch, du hast ja jetzt dort bis zu der Seite war das ja auch schon angesprochen, einmal die vier Phasen plus die fünfte Phase. Bin hier wieder das 4-1-Prinzip, über das wir seit über 2 Jahren sprechen. Erste Phase ist ja diesen bekannten Verstand auf die Seite legen und diesen verborgenen Verstand suchen. Das ist die erste Phase als Überschrift. Die zweite Phase ist über der Zeit stehen. Dass er nicht mehr in die Polarität hineinhüpft, wie häufig haben wir darüber geredet, sondern in diese dritte Position geht. Übrigens, weil ich gerade dran denke, wir haben am Anfang in unserer Gespräche, wo ich immer gesagt habe, die Welt schlafen liegen. Das ist damit gemeint, diese Bekannte, dem bekannten Verstand schlafen liegen. Und das wurde mit Beginn der C-Zeit ja gemacht. Dass jetzt wieder ein bisschen welche zurück wollen in ihrem bekannten Verstand, ist ein anderes Thema, wo dann natürlich auch die Frage erlaubt ist, ist es einmal. Durch das Chitin ist dieser Levit in ihnen zugeschüttet. Das Wort dürfte ich jetzt in dem Zusammenhang nicht benutzen, weil das ist was anderes dann wieder. Ist er im Tiefschlaf noch bei Menschen? Oder ist er ein Chitin? Dann würde er dieses Innere nie in sich entdecken, weil er es nicht hat. Und die anderen, die es in sich haben und viele Mitwertungen, hier darf ich mal das Wort viele werden benutzen, haben zu Beginn der C-Zeit, während der C-Zeit
diese Verschüttung weggebracht, weil sie zu Hause waren, weil sie schlafen gelegt worden sind. Und damit konnte diese Trümmerhaufen konnten weggenommen werden und damit konnte das rausgehen. Und deswegen war für mich jeder Tag seit der C-Zeit nur Glücksmomente. Ja. Das hat ja auch diesen Effekt gehabt, wenn wir da zurückdenken an diese Geschichte. Ja, gerade, ich denke noch an den ersten Lockdown. Da hatten wir so ein Wetter wie jetzt. Ja, es war im März. Ne, du hast das Zeitgefühl komplett verloren. Also du wurdest richtig rauskatapultiert aus dieser Genau. Geschichte. Also die es zulassen konnten, haben das, glaube ich, sehr, sehr deutlich Genau. auch gemerkt. Ja, das ist auch etwas, das habe ich mir wirklich bewahrt. Ja? Also das ist ein Gefühl, was ich mir bewahrt habe, weil ich irgendwo gesagt habe, ja, das, nicht mal das war wichtig, war nicht mal mehr wichtig, welcher Tag war, weißt du? Und das zu merken in irgendeiner Form und dann dieses Gefühl dann auch intern abzuspeichern, das ist der Weg ins Zentrum. Das Zentrum hinein, bei dir zu sein und zu sagen, okay, da kann passieren, was will da draußen. Und die zweite Phase in Einweihungswegen ist eben diese: Beherrscht mich die Zeit oder bin ich Herrscher über der Zeit? Der König der Zeit wird es häufig auch genannt. Ja? Bin ich König über die Zeit? Oder die Zeit ist Herrscher über mich, König über mich? Und das ist die zweite Phase. Die dritte Phase ist dann schon, wie es so schön heißt, diese vier herauszufinden. Ich habe ein paar Mal auch gesagt, es gibt immer vier Punkte, wo wir Menschen, wenn wir vor eine Situation kommen, nämlich vier Punkte betrachten mögen und nicht nur zwei. Zwei ist die Polarität. Dann kommen die vier Ecken. An den vier Ecken steht jeweils auch ein Engel. Und der achtet darauf, dass es eine Ecke bleibt und kein Kreis wird. Kreis ist wieder böse vier. Und an den Altar, ein Altar heißt bitte übersetzt Handlungsebene in uns. In uns ist ein Altar auf einer bestimmten Ebene, wenn ich die durchwandert habe. Und dort sind auf dem Altar verschiedene Gegenstände. Ja, und das muss bearbeitet werden. So, und immer mit dem Ziel, dass diese 1-4-Verbindung immer mehr erreicht wird, um dann ins Heilige zu kommen, um dann im Allerheiligsten. Dort liegt die 1-4-Verbindung in fertiger Form in mir, ganz wichtig in mir und nur in mir. So, und Träume in jeder Stufe sind Hinweissignale, was ich doch gerne bearbeiten möge. Ich formuliere es ganz bewusst so, dass es jetzt nicht wieder in diesen Schuldding hineinkommt, sondern noch nicht bearbeitet. Ja? Ja. So, in jeder Phase bekommt der Mensch dann, der diesen Weg geht, über die Träume von der anderen Seite, nochmal ganz wichtig, andere Seite von seiner Seele, Empfehlungen ausgesprochen. Was er denn für diese Verbindung tun möge, was bitte nichts zu tun hat mit, ich denke jetzt gerade auch, Zug und Autofahren, aktiv Autofahren. Dort wird den Menschen gezeigt, beim aktiv Autofahren, wenn dort erstmal aktiv Autofahren bedeutet aktiv sein, Zugfahren bedeutet passiv sein. Immer für die 1-4-Verbindung. Jetzt ist noch die Frage, sind bei dem Auto Hindernisse oder geht es gut durch? Oder will mir jemand das Auto sogar stehlen? Oder ist es mir geklaut worden? Das lässt sich auch aufs Fahrrad übrigens übertragen, aber das gibt es im alten Wissen nicht. Auto auch nicht, aber dieses Aktivsein. So, oder ich sitze im Zug und werde dort gefahren. Und dann lautet die Frage, wo fährt mich der Zug hin? Und meistens ist es dann ein Schildteam, der Zugführer ist. Ja. Also so, und bitte so hineindenken, immer irgendwo drüber schweben lassen, was hat es mit mir 1-4-Verbindung zu tun?
als Es geht, ja, roter Faden bei der Traumdeutung. glaube ich, dann auch in dieser Traumdeutung, die jeder für sich individuell durchführen muss, ganz wichtig. Also es gibt keine Allgemeingültigkeiten im Sinne der Traumdeutung, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, sondern das hat immer etwas mit der Individualität des Einzelnen zu Genau, tun. genau. Ja, also da kannst du nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier wie beim Kartenspiel ein Herz Ass und es ist halt das Herz Ass. Nicht in der Form. Ja, also das heißt, das, was ich jetzt vielleicht unter einem Haus verstehe oder von einem Haus träume, dann sieht mein Haus aus, wie es eben aussieht. Ja, und das kann Ja. für jemand anders ganz anders aussehen. Genau. Der Punkt, um den es mir dabei geht, ist, dass wir hier auch in dem Bereich der Archetypen uns bewegen, ja, und die Seele über diesen Weg der Archetypen offensichtlich doch eine gewisse Allgemeingültigkeit in der Symbolik rausbringt, in der Darstellung aber individuell ist. Das heißt, Genau. Haus wäre jetzt der Ausdruck dafür, im Prinzip dieser Oberbegriff. Wenn du von einem Haus träumst, dann hat es die Möglichkeit, dass das und das eben darin gesehen werden kann. Sehr spannend fand ich auch das Thema Gold, ja, also mit der Beziehung zum Licht auf der anderen Seite. Ja, also sehr, sehr spannend. Ich hatte erst gerade noch ein Bild, bitte, Michael. Einfach mal hineindenken und den Gedanken mal vielleicht mit ein bisschen schwanger gehen. Wenn ein Mensch erkrankt ist und zum Arzt geht, und dann haben wir ja unsere bekannte Medizin, die würde uns jetzt kopfschüttelnd sagen, ob wir noch ganz dicht sind. Und dann gibt es die Alternativmedizin. Und wer sich dort, was auch wieder die wenigsten machen, die Homöopathen oder wer auch immer, die machen auch leider Gottes meistens nur die Funktion des Menschen wieder, damit er wieder gehen kann, wieder ins Hamsterrad kann, leider. Und dann gibt es welche, die sich auch um die 1-4-Verbindung kümmern. Und dort ist auch ein Ansatzpunkt, dem bei der Anamnese die Frage zu stellen, was träumst du denn? Weil es gibt einmal die Krankheit, zu der er jetzt zum Arzt gegangen ist, zum Therapeuten gegangen ist. Und dort hat er ja schon die Herauslösung im Sinne, was einzelne Krankheiten im Verborgenen bedeuten. Und jetzt hat er auch mal die Möglichkeit zu fragen, was träumst du denn? Was sind deine Träume, wenn du hinter die Schwelle kommst? Weil das sind ja auch wieder Hinweissignale, was der Mensch zu bearbeiten hat, damit wir ihm wieder in den Gesundungsprozess geben können, in dem er in Wirklichkeit schon ist, wenn er krank ist. Und ich meine Gesundung 1-4-Verbindung und jede Erkrankung ist der Ausdruck, wie beim Traum, ein Hinweis, was der Mensch, wenn die Seele zum Gespräch bittet, was der Mensch hier aus Sicht der Seele bearbeitet. Es ist ja genau das, ja, weil an der Stelle kannst du sogar fast festlegen, weil also auch die Beschreibung des Ganzen ist, dass der Kranke tatsächlich als Heiliger gesehen wurde, ja, weil man sagt, da wird auf jeden Fall kommuniziert. Also es ist ganz sicher, dass dort eine Kommunikation von der anderen Seite Genau. stattfindet, die sich Genau. über den Körper ausdrückt. Deswegen ist der heilig. Ja, also genauso hat man den dann auch behandelt. Das ist also Genau. ja, mal ein völlig anderes Bild dazu, mal Ja, so heilen, nachdenken. heilen. Ja, genau. Ganz mal. Ja, genau. Also, ja, sehr spannend, ja. Also, dass man über diesen Weg, also auch für all diejenigen, die da draußen wirklich im Heilberufen sind, dass man vielleicht mal aus der Perspektive heraus den Kranken dann vielleicht mal wirklich als Heiligen betrachtet und sagt, hey, da funktioniert die Kommunikation tatsächlich noch. Ja, sie zeigt sich ja. Also da ist zwar ein Handlungsbedarf da, aber die Kommunikation scheint in irgendeiner Form einen Ausdruck zu finden über diesen Weg. Ja. Wo krank selber als gewöhnlich bezeichnet wird. Krank ist auch bitte als nicht nur körperlich krank, auch nicht mental krank, sondern der Begriff krank wird genommen, dass es gewöhnlich ist. Gewöhnlich ist, er kümmert sich nur um die böse Vier. Deswegen ist er gewöhnlich. Ja, also so nebenbei nochmal ein. Zum Thema Gold. Gold ist der Sonntag. Und Silber ist der Montag und dann folgen ja die anderen Metalle. Vielleicht, bitte nur vielleicht, hat es auch was damit zu tun, dass in unserer Zeit, in unserer Kultur Gold und Silber bei den Metallen so hoch geschätzt werden, weil es ja auch die ersten zwei, beim Sonntag, Montag, der Mond, der sich ja das Licht leiht. Vielleicht hat es damit zu tun und Gold, Licht.
Gelb, manchmal wird auch Gold und Gelb als ein Begriff verwendet, Überlieferung. Und Gold ist unsere 1-4-Verbindung. Unsere fertige 1-4-Verbindung, wenn wir es eingleiten wollen. Deswegen ist auch im Allerheiligsten, dort gibt es ja die Bundeslade. Und in der Bundeslade liegen einmal die Arche, das Wortwissen. Dann liegt die Schechina, der göttliche Funke. Und das Manna. Manna ist, dass der Mensch es umsetzen kann. Tatkraft. Genau. Und diese Bundeslade ist golden. Die muss da drin im Allerheiligsten, in der 1-4-Verbindung, fertige 1-4-Verbindung natürlich Gold sein. Die kann dort nicht mehr blechern sein. Ja. Genau. Ich habe es jetzt dreimal durchgearbeitet, nicht durchgelesen, wirklich durchgearbeitet, das Buch. Und ich bin am Anfang. Weil das ist jetzt wieder so ein Spruch, aber ich meine das so: jedes Mal lese ich was anders raus. Macht eben einen neuen Bewusstseinshaken rein. Anderen Bewusstseinshaken rein. Und auch dort wieder das Ziel 1-4-Verbindung. Feierabend. Ja. Und deshalb gibt es ja auch einen Verein, der 1-4 heißt. Also nebenbei. Danke. Ja, wie gesagt, du kannst aus ganz vielen Perspektiven da drauf schauen. Und ich habe für mich eigentlich auch diesen nur den einen Anspruch, eben genau das zu fördern. Ja, das ist einfach das Ziel. Ja, dieses ins Zentrum kommen. Das Genau. ist es, glaube ich, letztendlich. Wenn du dann sagst, okay, du bist im Zentrum und dann bist du auch in deiner 1-4-Verbindung und dann ist das Leben, glaube ich, etwas, was wirklich frei von der Bewertung sein muss. Ich habe letztens einen schönen Spruch gebracht, ich habe gesagt, wenn der Weg aus dem Paradies heraus das Essen des Apfels vom Baum der Erkenntnis war, Ja. ja, und damit einhergeht praktisch Erkenntnis von Gut und Böse, dann dieses Entscheiden müssen, ja, wenn das die Hölle ist, was du so sehen kannst, dann ist der Weg ins Paradies genau das andere. Genau, Einheit. Sich in der Einheit befinden und einfach wissen. Ja, in der dritten Phase gibt es keine Polarität mehr und keine Zeit mehr. Nur mal so nebenbei. Ja. Dann hört das nämlich auf. Und dieses nicht mehr entscheiden müssen, ich glaube, das ist dann. Ja. Es ist eine andere Scheidung, nämlich diese vier Ecken auszufüllen und nicht mehr draußen zu sagen, gut, böse, ja. Nur die Herausforderung ist dann bitte auch, sich immer wieder bewusst zu machen, dass das ein Zustand ist und kein Gefühl. Ja. Oh, weil ein Gefühl erzeugt schon wieder Messungen. Ein Zustand kennt keine Messungen. Ja. Es sind einfach Zustände. Na gut, dann wirst du weiter das durcharbeiten, weiterlesen, weiter Bilder aufbauen. Werde ich tun. Wir werden noch das ein oder andere darüber machen, denke ich. Ich bin da jetzt auch im ersten Fünftel und ich komme auf dich zu und dann holen wir uns das nächste Thema raus. Genau. Träumen war für mich jetzt erstmal auch so ein schöner Ansatz, weil es etwas ist, was eigentlich ständig stattfindet. Ja? Also wir träumen ununterbrochen. Also das sollte vielleicht noch mit raus als Info, dass das Aufwachen nicht zwanghaft bedeutet, dass das Träumen zu Ende ist. Nee. Gegenteil, es geht ja gerade weiter. Ja? Also das, was wir hier machen, ist letztendlich nichts anderes wie eine Art Traum. Nur gestalten wir ihn vielleicht tagsüber etwas intensiver selbst. Nicht umsonst heißt diese Welt im fernöstlichen Maya. Maya heißt Illusion. Nur mal so. Bernhard, Ja, ich also, danke dir. ich dir auch gute Ja, Zeit, dir auch. viel Arbeit und viel Sonnenschein. Das wünsche ich zurück. Ja, bis dann. Und Deutsch. Tschüss, ciao, ciao. Ciao.